So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge The Valley. Und wie ihr vielleicht gestern in der Folge schon gesehen habt, wir müssen uns heute bei den Texten ein bisschen mehr Zeit lassen, sonst klappt das nicht mit dem Übersetzen. Aber wir gucken mal, wie wir das machen. So, wir sind jetzt angekommen hier im Soma-Reaktor und ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal ein bisschen um. Da liegt schon mal eine Kiste mit einem Update oder Upgrade sozusagen. Da würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal in die Crate hinein. Aha, Leaf Suit Upgrade. Steht schon irgendwo, was es ist? Nee. Also die Spannung steigt. Was ist es? Ein Pushrod Piston. Maximum Velocity. Aha. Our newly developed Pushrod Pistons will allow Pathfinders to achieve an unprecedented velocity. By energizing the tunnel rails, the leaf suit should conduct enough energy to reach immense speeds. Aha, ich kann mir noch nicht vorstellen, was es macht. Also auch dieser Fahrstuhl hier ist wieder deutlich nach unten abgestürzt. Aufgetankt sind wir. Das heißt, wir können einfach hier mal reingehen. Und da ist er weg. Wir haben es gerade noch so geschafft. So, würde ich sagen, dann gucken wir uns erstmal um, wo es hier... Ich muss mich gerade noch ein bisschen einspielen. Moment. Jetzt.
Was für eine rasante Reise. Oh oh. Ja, irgendwie sind wir da an einer Stelle gekommen, wo es nicht weiterging, obwohl ich es sehr interessant fand, dieser Kopf, den wir da entdeckt haben und so. Aber ich glaube, wir müssen diese Reise nochmal machen, weil wir hätten da wahrscheinlich drüber springen müssen. Also nochmal hier, Full Speed durch die Gänge. Thank you.
knapp. Das war ja mal eine rasante Reise, oder? Hui. Ich wusste jetzt nicht, ob wir... Hier gibt es keine Beschleunigungsstreifen mehr. Ich wusste jetzt nicht, ob wir jetzt hier schnell machen sollen. Und tut mir leid, dass ich... Die sind auch sehr inaktiv hier. Guckt mal, die sind ja gar nicht auf uns aus. Ich habe jetzt nicht so viel geredet, weil solche Sachen kosten tatsächlich bei mir die gesamte Rechenleistung, weil ich nämlich ja kein Jump-and-Run-Spieler bin. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Wirklich. Also wahrscheinlich könntet ihr das alle besser machen, das ist ganz klar. Keine Frage, weil ich bin da echt ganz schlecht drin, in Jump-and-Run-Spielen zum Beispiel. Nicht mein Ding. Ich möchte gerne an jeder Ecke stehen bleiben, mir alles angucken. Wie funktionieren diese Beschleunigungsstreifen und so weiter. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich da drin so schlecht bin, habe ich es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, oder? Bis auf den einen Sprung, der ist ja schief gegangen. Naja, gut. Pass auf. Hier können wir ein bisschen Energie sammeln. So, wir müssen mal hier gucken. Was gibt es denn hier noch so zu entdecken? Hier stehen auch noch Kisten rum. Das heißt, auch hier war das Militär schon wieder. Und das Militär muss doch auch das hier gebaut haben. Das ist doch nicht die Bauart, wie sie hier im Valley so gang und gäbe ist. Hier geht's runter. Gut, was haben wir hier? Soma Reactor. Access. Hier ist doch mal irgendein Fahrzeug ist doch mal hier runtergekommen, was anscheinend so groß war wie das ganze Ding hier. Alles klar, wir gucken uns mal hier weiter um. Wie immer durchsuchen wir zuerst alles, was es hier so gibt. Hier ist eine Kiste. Und ein Text. Notiz eines Arbeiters. Wer auch immer diese Leute waren, die früher hier im Valley gelebt haben, sie hatten wohl eine Menge Probleme, überall diese gigantischen Kolosse auszumeißeln. Sogar hier im Tunnel. Es muss wohl sehr wichtig für sie gewesen sein. Passagen mitten durch den Berg zu bauen, ist wohl nicht so einfach. Vor allen Dingen sind diese riesigen Statuen ja an Stellen gebaut, wo man sie überhaupt nicht sehen kann. Und dann mit diesen riesigen Zähnen, wen oder was wollten sie wohl damit darstellen? Das ist für mich immer noch eine große Frage. Was haben wir hier? Ein Acorn. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Und wir gucken uns mal weiter um. Was gibt es denn hier sonst noch so zu entdecken? Oh, wir haben überhaupt keine... Wir haben überhaupt keine Screenshots gemacht. Naja gut, das konnte ich natürlich auch nicht. Ich konnte keine Screenshots machen, während ich da drunter gerast bin. Da musste ich mich voll konzentrieren. Also gut, wir müssen auf jeden Fall diese Treppe hinunter. So, wo geht's hier hin? Wir haben noch kein einziges, außer jetzt hier den Bienenschwarm. Also den Amrita-Schwarm.
haben wir noch kein einziges Lebewesen gesehen. Oder haben wir schon irgendwas anderes? Also gut, die Tiere im Wald. Aber ich meine, ansonsten haben wir doch tatsächlich noch kein anderes Lebewesen gesehen. Da ist die Tür offen. Und ich glaube, wir sollen hier runterspringen. Das ist aber so eine Stelle, wo wir später nicht mehr wieder hochkommen, oder? Da kommen wir nicht mehr hoch. Der hüpft halt wie ein Laubfrosch, aber den Sprung kriegt er dann nicht mehr hin. So, wir müssen viel... Irgendwas ist gerade in die Luft geflogen. Alles. Die Musik wird schneller. Das Pochen lauter. Sind wir im Reaktor und ich habe ja gestern in der Folge. Oh nein! Oh! Ich wäre lieber auf dieser Plattform gelandet. Ich hätte gerne auf diese Plattform noch drauf geguckt. Mist! So ein Mist! Ich will sehen, was auf der Plattform ist. Ah, zum Glück, wir haben es drauf geschafft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ich jetzt nicht hier drauf gekommen wäre, das hätte mich die ganze Zeit beschäftigt, ob ich hier irgendwas verpasst habe. So, jetzt können wir sicher sein, hier ist nichts drauf. Gut, ich bin beruhigt. Wir können wieder runtergehen. So. So, Soma Reaktor Access. Da vorne ist auch eine Schalttafel, die habe ich schon entdeckt. Ich will mich nur erst hier umgucken, was es hier sonst noch so gibt. Und die Musik ist wahnsinnig laut, oder? Die Musik ist wahnsinnig laut. Ich muss nachher mal in der Aufnahme gucken, wie laut die in der Aufnahme ist. Also ich habe sie auf den Ohren echt laut. So, also wir können ja nichts anderes machen. Wir müssen tatsächlich gleich zu der Schalttafel gehen. Und da gehen wir jetzt auch mal hin und gucken mal. Drücken E. Sieht aus wie eine Arena, also wie ein Arena-Kampf. Ja, das stimmt, das ist wirklich huge. Da ist eine Statusanzeige. Und wir gucken uns natürlich zuerst immer wieder um, was gibt es hier zu entdecken. Wir sind bestimmt am Rita-Schwarm irgendwo unterwegs. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass hier keine Amrita-Schwärme unterwegs sind. Das sieht doch aus wie Pumpen oder so etwas. Als ob hier was weggepumpt wird. Wahrscheinlich wird hier
das Amrita aus dem Valley herausgepumpt, oder? Hier ist noch ein Text, ich mache wahrscheinlich die Musik mal ein bisschen leiser, damit man mich überhaupt hören kann. Also gucken wir mal, was es hier geht. Notiz eines Mechanikers. Glücklicherweise ist dieser Berg von Tunneln und Kavernen durchzogen, die bereits von vorzeitlichen Bewohnern ausgemeißelt oder von geologischen Ereignissen geschaffen wurden. Andererseits, den Reaktor hier runterzubringen, wird uns Jahre kosten. Wenn sich dieses Ding je destabilisiert, kann es hoffentlich unter dem massiven Gewicht des Berges eingedämmt werden. Ganz ehrlich, dieses riesige Ding hier runterzuschaffen, das muss ewig gedauert haben. Bei der Größe, die das ganze Ding hat und bei dieser riesigen Pumpstation, die hier ist. Ja, gut. Ich hoffe, jetzt habe ich genug Zeit gelassen. Und wir gucken mal hier in die Crate rein. Ein Energy-Upgrade, das ist schon mal gut. Und ein Acorn. Jetzt kann man hier bei mir die Musik ein bisschen leiser drehen. Oh mein Gott, das ist laut. Ich kann die unabhängig von der Aufnahme nochmal nachregeln. So, jetzt kann ich nämlich mich auch wieder selber ein bisschen reden hören. Eben, das war zu laut. So, wir haben uns jetzt hier umgeguckt und ich habe, glaube ich, alles mitgenommen, was es hier so zu entdecken gibt. Wir gucken mal. Aber das sieht doch schon, das sieht doch echt, also ganz ehrlich, das sieht doch so toll aus, oder? Mein Gott, ich mache mal ganz viele Screenshots. Und ich glaube, wir haben jetzt alle Informationen, die wir finden konnten, jetzt auch hier aufgesammelt. Ich laufe doch mal hier durch die Mitte. Guck mal, wie klein wir sind durch den, im Gegensatz zu dem Reaktor. Wir haben eine Runde geschafft. Und können hier noch ein bisschen auftanken. So, hier geht's erstmal hoch. Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich noch ein paar Amrita-Schwarme, die uns angreifen werden. Hier können wir nichts mitnehmen. Oh, ja, ich sehe schon. Mhm. Die Statusanzeige müssen wir uns gleich mal genauer angucken, wenn wir ein bisschen höher sind. So, hier kriegen wir noch ein Medaillon. Und dann hier ist aber soweit jetzt nichts mehr. Jetzt kommt aber mehr so ein Alarmton mit in das Geschehen, oder? Aber Leute, um was es hier geht, wie es hier weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin erstmal macht's gut. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.